Nach dem Job genießt Luna ihren Feierabend. Susanne Schatulat und ihr Hund arbeiten als Therapieteam für Menschen im Wachkoma. Zwei Stunden zuvor, Luna wird schon sehnlichst erwartet. Von Silke Mast. Vor 9 Jahren platzte bei ihr ein Aneurysma. Sie fiel ins Wachkoma. Dank intensiver Therapie ist sie in den vergangenen Jahren immer wacher geworden. Und wenn Luna zu Besuch kommt, blüht sie noch mehr auf. Luna freut sich auf sie. Ja, und gibt ein Küsschen. Ach du liebe Güte. Ob sie ihr denn zur Begrüßung ein Leckerchen geben wollen? Die Hände öffnen und bewegen. Im Alltag fällt Silke Mast das sehr schwer. Mit Hund klappt es auf Anhieb. Klasse. Perfekt. Vorsichtig, Luna. Ja, wunderbar. Luna wirkt als echter Motivator. Und jetzt der Luna ein bisschen entgegenkommen. Bleiben, Luna. Ach, super. Man merkt es auch, dass die Hand hier während der Stunde viel, viel lockerer wird. Ja, das heißt, Spastiken lösen sich. Oh, jetzt hast du aber ein Küsschen mitten ins Gesicht gegeben. Und somit ist das eigentlich für mich ein Zeichen, dass sie sehr, sehr gut entspannen kann dabei. Der Hund als Therapeut. Erst 2-mal war Luna hier, hat aber alle gleich überzeugt. Silke Mast tut die halbe Stunde mit ihr gut. Schaffst du das noch? Ich glaube schon, ne? Ja. Das ist eindeutig, ja. Am liebsten würde Silke Mast Luna gleich hier behalten. Bei der ersten Stunde war schon festzustellen, ja, dass Frau Mast da wirklich ganz aufmerksam wurde. Ja, von alleine schon versucht hatte, sich aufzurichten, um Luna besser beobachten zu können. Und das sind Dinge, die habe ich vorher so nicht erlebt. Und was auch sehr schön war, im ersten Besuch, da hat sie so schön gelacht und das hat mich total überwältigt. Von der Schwester weiß ich, dass sie früher gar keine Tiere mochte. Mhm. Dass sie inzwischen ganz wild ist auf jegliche Filmdokumentation, die im Fernsehen läuft. Ihre Schwester hat nachgefragt, warum ist denn das so auf einmal? Und die Antwort war ganz klar, weil Tiere auch nicht sprechen können. Silkes jüngere Schwester Ulrike kommt regelmäßig zu Besuch. Wie war das gerade mit Luna? Jetzt können Sie von den Lippen ablesen, ne? Gut, gut. War gut? Als wir gehört haben, jetzt kommt ein Therapiehund. Yippie. Ja, das gibt, denke ich, doch mal noch mal eine ganz andere Lebensqualität und hat auch nicht so viel mit Medizin zu tun. Ja? Es ist nicht so, da kommt jetzt jemand im weißen Kittel und macht eine Therapie, sondern ja, es ist viel natürlicher, richtig? Silke wünscht sich inzwischen sogar einen eigenen Hund und ein Pony zum Reiten. Auch das schöne Erfolge für Luna. Die genießt nach der Therapiestunde ihren Feierabend. Und die Kosten für Luna übernimmt fürs erste halbe Jahr die Bürgerstiftung. Außerdem setzt das Kurhaus auf eine Spendenaktion, damit der Therapiehund auch über 6 Monate hinaus den Patienten helfen kann. Also es ist schon erstaunlich, was da möglich ist. Erik Kersting ist Hundefachmann, muss man sagen. Sie bilden auch solche Blindenhunde aus, Therapiehunde aus. Mhm. Können Sie mir irgendwie ansatzweise erklären, Therapeuten versuchen, Wachkoma-Patienten anzusprechen, was mit denen zu machen und mit Hunden geht's plötzlich? Was ist das? Alleine haben Studien gezeigt, dass also das Berühren vom Fell alleine schon den Herzschlag um 1 bis 2 Schläge pro Minute reduzieren. Das heißt also, es hat eine stark beruhigende Möglichkeit und daran sieht man schon, dass es also einen therapeutischen Sinn hat. Also scheint wirklich so ein Therapiehund, wie wir es gerade gesehen haben, Luna, eine Wachkoma-Patientin auch anders, ja, wie soll man sagen, ansprechen kann man nicht sagen, aber wie gehen die miteinander um? Was macht der Hund eigentlich? Sind das Gerüche, Düfte? Er leckt irgendwie? Was löst das aus? Dieses Lecken löst einiges aus an Stimulation. Dann ist ein Lebewesen da, was kein Therapeut ist, was keinen weißen Kittel hat und was auch noch ein schönes Fell hat und was ansprechend aussieht. Und darauf reagieren die Leute. Wir haben gerade im Wachkoma gehört, es gibt aber auch Diabeteshunde. Sie bilden Hunde aus, die bei Diabetespatienten helfen. Was machen die? Die warnen also vor dem Über- oder Unterzucker. Rechtzeitig werden die Menschen signalisiert, dass etwas mit ihnen nicht in Ordnung ist, wo die Menschen selber noch nichts merken. Wie macht der Hund das? Indem er zum Beispiel anfängt zu bellen, sie anstupst, je nachdem, was für den Menschen halt wichtig ist.
Und ganz zum Schluss, also wenn der Mensch überhaupt nicht richtig reagiert hat oder manchmal auch fällt der Zucker so runter, ja, dass der Hund also wirklich dann anfängt, ganz massiv zu signalisieren. Warum weiß der Hund das? Er riecht es am Schweiß. Das ist das, was bei Diabetes ganz gut festzustellen ist. Also der Schweiß verändert sich und der Hund schlägt dann an. Genau. Wir haben ein paar Bilder. Sie haben auch mit Epilepsie-Patienten zu tun und haben Welpen. Wir haben gerade mal ein paar Bilder, wie Sie dem Epilepsie-Patienten den Welpen in die Hand geben. Was ist mit dem Epilepsie-Patienten? Was macht da der Therapiehund? Der signalisiert also auch vor dem Anfall, dass ein Anfall kommt. Hier sehen wir Christian mit Angel. Die Angel ist jetzt ein Jahr beim Christian und signalisiert 1 bis 1,5 Stunden vorher, dass ein Anfall kommt. Und was man sehr schön sehen kann, er holt ihn also aus einem Anfall auch raus, indem er also ihn leckt und im Gesicht stimuliert halt einfach durch das Lecken. Jetzt steckt da sehr, sehr viel Arbeit hinter. Therapiehunde kosten natürlich auch Geld. Die Ausbildung kostet Geld, plus minus 25.000. Wer bezahlt sowas? Bisher ist es so, dass verschiedene Stiftungen diesen Betrag übernehmen. Wir hoffen, dass wir irgendwann die Politiker dazu kriegen, auch die Krankenkassen dazu zu bringen. Aber das ist halt noch ein steiniger Weg. Dazu gibt es Stiftungen, Hunde helfen Leben. Wir haben gerade viele Beispiele gesehen. Erik Kersting, herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio und den kleinen Einblick in das Leben und die Wirkungsweise von Therapiehunden. Dankeschön. Danke.